So, dann wollen wir mal gucken. Gehen wir jetzt 5er ABS. Geht sie auf 8. Gut, ich fahre sowieso mostly 8. Manchmal versuche ich auch niedrigere TC zu fahren. Aber keine Ahnung. Diesmal haben wir zum Glück nicht nach drin. Ja, voll verkackt schon. Also alleine deswegen verlieren wir jetzt locker 2/3 Zehntel. Hier, na, ja, jetzt eine Sekunde. Jetzt verlieren wir eine Sekunde. Ich bin so ein schlechter Fahrer einfach. War ja schneller als bisher. Verkackkurve, aber maximal. Ja.
Erreicht mich. So, letzter Versuch. Ja, und verkackt. Kannst du den Kampf recht ab. Brechen wir ab. Wie ihr seht, ich kann es nicht. Ich bin mit einer 37-0 einfach nur P16 aktuell. Also LFM, also hier in Indianapolis, LFM brauchst du nur fahren, wenn du 1,36 low, Minimum fährst. Es lohnt sich einfach nicht vorher. Und ich krieg's nicht hin. Ich mach nur noch das Rennen hier. Es macht keinen Sinn. Es macht einfach keinen Sinn. Du hast gar keine Chance auf Top 10, nicht mal ansatzweise. Es ist halt absolute Rottstrecke. Keine Ahnung, warum sie die reingebracht haben. Noch so viele andere Strecken, die viel besser sind. Aber nein, es muss ja Indianapolis sein. ...35,4 an der Spitze. Einfach krank. Was machen die hier unten? Okay, Skin ist auf jeden Fall aktiv. Man sieht ihn. Namen Chiffy, schön, dass du reinschaust. Bin gestern vom P21 gestartet und war dann Siebter im Rennen geworden. Im Rennen machen viele Fehler und die nutzen. Ja, ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall. Aber wenn du nicht mal die Pace hast, überhaupt nach vorne zu kommen, bringen auch die Fehler der anderen nicht. Dann machst du ein, zwei Positionen, aber du kommst nicht nach vorne. Und so viel, also jetzt in meinem letzten Rennen eben, haben sich insgesamt, glaube ich, 2-3 Leute weggedreht. Da bin ich dann vom P24 auf 20. Dann bin ich irgendwie anderweitig, glaube ich, noch welche ausgefallen. Aber mehr als 16 war halt nicht drin. So, und ich starte jetzt aktuell wieder auf 22 zum jetzigen Zeitpunkt. Da in die Top 10 reinzukommen, so viele Leute machen keinen Fehler. Dafür müsste schon ein Massencrash passieren. Und das wünschen wir natürlich keinem. Wir wollen ja eigentlich ein sauberes Rennen. Also ich mache halt natürlich selber viele Fehler, ne? Ich bremse scheinbar nicht richtig, ich nehme die ganzen Kurven nicht richtig. Aber ich habe halt auch keinen, der mir wirklich sagen kann, wie ich das besser mache. Ich sehe, ich habe mir schon genug Stuff angeguckt. Ich sehe nur, dass ich da was falsch mache. Aber wie verbessere ich mich? So, das ist immer der Punkt. Den lernst du nicht in Videos. Du lernst nur, dass du was falsch machst. Du machst das und das auf jeden Fall falsch. Kurve 1, Kurve 2, Kurve 7. Du bremst zu früh, du bremst zu spät. Vielleicht lässt du zu früh los. Aber bei Videos lernst du nicht, wie du für dich das besser machen kannst. Du kriegst ja keine Tipps durch Videos. Wie man sich selber halt verbessern kann. Keine Ahnung. Trailbreaking ist mir natürlich bewusst, klar, ne? Aber wie setze ich das hier zum Beispiel am besten ein?
Was für Bremseinstellungen brauche ich zum Beispiel bei meinen Pedalen für ACC? Habe ich alles keine Ahnung von. Und dementsprechend mache ich halt mehr als genug Fehler. Also ich muss die Strecke ein paar Mal fahren und dann merke ich, welche Fehler ich mache und probiere, diese besser zu machen, Runde für Runde. Ich weiß auch, dass ich Fehler mache. Aber wie kann ich meine Fehler verbessern? Oder halt, also wenn ich weiß zum Beispiel, ich bremse in Kurve 1 nicht vernünftig. Wie kann ich vernünftiger bremsen? Das erzählt dir ja keiner. Du kannst dir in Videos angucken, wann jemand bremst und eventuell noch, wie viel er bremst und wann er wieder rausbeschleunigt. Aber es kann ja keiner dir individuelle Tipps im Video geben. Weil ein Video ist für alle, für die Allgemeinheit und nicht für deine Pedale, für deine Bremskraft und so weiter. Weißt du, was ich meine? Darum geht's. Es geht nicht darum, die Strecke an sich zu lernen. Ich denke mal, da habe ich an sich erstmal eine gute Linie. Nur durch meine Bremse und alles, was halt nicht richtig eingestellt ist, weil keine Sau mir dabei helfen kann oder will, kann ich das nicht besser einstellen. Das ist mein Problem. So, jetzt geht's los. Ja. Was ist das für ein Chaos da vorne? Zu aggressiv der Typ. Da halte ich lieber Abstand. Slow car ahead. Ja. Car on the right. Clear on the right. Verdammt. Clear on the right. Car on the right. Verdammt. Clear on the right. Oh.
mache ich auch. Car on the right. Ah. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Oh, falsch. Light damage on the front of the car. Car on the right. Clear on the right. Habe ich einen Ticken zu spät gebremst, leider. Mach halt die Tür noch im dümmsten Moment zu, Alter. Also ich glaube, das war schon mit dem Safety Rating. Das gibt, glaube ich, jetzt schon Minus. Wow, wow, wow. Car on the right. Warum bremst der da? An Off-Track. What the fuck? Clear on the left. Platz gelassen hätte ich, habe ich, aber hat er sich nicht getraut. Zweit dadurch.
Halt, dass ich nicht im Chaos. Deine Reifen haben ein kleines Ding zu wenig Druck. Hört nicht. Mal 27,5 nur ein Richtwert ist. Und wenn die mal ein Ticken da drunter sind, ist das halt auch nicht schlimm. Geht die Welt auch nicht von unter. Ändern kann ich es jetzt auch nicht. Und ich weiß auch nicht, warum du den Smiley da hintergemacht hast. Das weiß ich nicht. Momentan klingt es so ein bisschen so, weiß ich nicht. Noch klingst du wie ein Besserwisser. Noch hast du mich als Zuschauer hier nicht überzeugt. Keine Ahnung, warum man mich jetzt vorbeigelassen hat. Verstehe ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Also nimmst du nicht böse oder so, ne? Aber bisher empfinde ich deine Kommentare eher als, ich fasse sie halt eher negativ als positiv auf. Weil sie mir halt in keinster Weise weiterhelfen und eher dann störend sind, vor allem im Rennen. Im Rennen braucht man ja eher motivierende Worte und nicht irgendwie, ne? Oh, deine Drücke sind ja zu niedrig.
Aber so fährst du doch top. Naja, reicht halt trotzdem nicht, ne, um nach vorne zu kommen. Ich mache immer wieder kleine Fehler in den verschiedenen Kurven. Gut, die kommen mit der Erfahrung rein, ne? Verschwinden die, aber es ist halt auch eine Strecke, ich kann die einfach nicht leiden gerade. Vielleicht liegt es auch ein bisschen mit da dran, dass man dann nochmal ein paar mehr Fehler macht. Für mich ist das keine Rennstrecke hier. Seit knapp 2 Wochen. Nächste Woche kommt Ungarn, da wird es wieder besser. Ja, denke ich auch. Das denke ich auch. Thank you.
Gerne auch im Auto. Ich sollte nicht reden, wenn ich in der Kurve bin. Gerne auch mal Ausrufezeichen YouTube. Wer den YouTube-Kanal noch nicht abonniert hat, da findet ihr auch jeden Tag ein Rennen. Also, ne? Sind natürlich immer die Rennen, die hier im Stream sind. Ein paar Tage verzögert. Aber wer sich mal so den Anfang in der ACC von mir angucken mag, kann das natürlich auch gerne tun. Was machst du da? Oh nein, ich hab's nicht direkt gebremst. Da hab ich ja voll gepennt gerade. Jetzt bin ich komplett raus. Voll den Fokus jetzt verloren. Ja. Alright, check it flag. Good job. You did the best you can. Now bring the car back. Verdammt, ne? War ja nicht so stark. So ist das Leben.